Steuerfrei 1040 Euro im Mai 2023 als Minijobber dazu verdienen. Geht das? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenstreit24.de. Wir haben ja seit dem 1.10.2022 eine neue Rechtslage im Bereich der Geringfügigkeitsgrenze. Die ist damals gestiegen von 450 Euro auf 520 Euro. Und jetzt stellt sich die Frage, was kann ich denn im Jahr 2023 tatsächlich steuerfrei als Minijobber dazu verdienen? Nehmen wir einfach mal an, Sie haben seit dem 1. Januar 2023 einen neuen Minijob in Höhe von 520 Euro im Monat. Da können Sie, ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal hier im Normalfall nach Paragraph, also können Sie im Grundsatz 12 mal 520 Euro, das sind 6.240 Euro steuerfrei als Arbeitnehmer Minijob dazu verdienen. Das ist geregelt im Paragraph 8 SGB 4, den zeige ich Ihnen nachher auch nochmal, die gesetzliche Regelung. Und da gibt es in diesem Paragraphen 8 SGB 4, gibt es dazu eine hochinteressante Ausnahme. Und zwar können Sie bei unvorhergesehener Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze zweimal im Jahr bis zum Zweifachen der aktuellen Geringfügigkeitsgrenze dazu verdienen. Das heißt also, Sie können zweimal zusätzlich dieses Jahr zu den 520 Euro im Monat dazu verdienen. Das heißt also, in irgendeinem Monat, meinetwegen im Mai oder im August diesen Jahres, können Sie zu Ihren 520 Euro nochmal 520 Euro dazu verdienen. Dann liegt noch eine geringfügige Beschäftigung vor. Aber diese Ausnahme gilt grundsätzlich nur bei unvorhergesehenen Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze. Die liegt zum Beispiel immer dann vor, wenn ein Mitarbeiter, ein Kollege von Ihnen unerwartet krank wird und Sie dann als Ersatz für diesen erkrankten Kollegen einspringen, zum Beispiel jetzt im Monat Mai. Dann würden Sie im Monat Mai ein steuerfreies Minijob-Einkommen haben in Höhe von 1040 Euro. Das berechnet sich aus 520 Euro Ihr Minijob und dann nochmal zusätzlich bis zu 520 Euro steuerfreien Minijob, weil Sie ja unvorhergesehenermaßen hier als Ersatz für Ihren erkrankten Kollegen eingesprungen sind. Aber, meine Damen und Herren, damit das auch mal klar wird, für Sie als Arbeitnehmer ist der Minijob, wenn er sich in den Grenzen, in den Vorschriften des Paragraphen 8 SGB 4 hält, immer steuerfrei. Aber für den Arbeitgeber ist er eben nicht steuerfrei. Er muss hier im Normalfall eine Pauschalsteuer nach dem Einkommensteuergesetz abführen. Wie versprochen, ich wollte Ihnen die ganze Regelung nochmal zeigen, wie das dann im Sozialgesetzbuch Nummer 8 aussieht. Und da haben wir dann folgende Regelung. Ja, dann sehen wir das hier nochmal. Hier Paragraph 8, geringfügige Beschäftigung und geringfügig selbstständige Tätigkeit, Geringfügigkeitsgrenze. Und eine geringfügige Beschäftigung, das ist der Standard, also das sind vielleicht 95% aller Minijobs, sage ich jetzt mal so, liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig die Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt. Ja, das ist hier Minijob. Dann haben wir ja noch die andere Variante mit den 70 Arbeitstagen. Das wollen wir mal jetzt ausschließen. Das ist dann die geringfügige Beschäftigung, und zwar im Rahmen dieser 70 Arbeitstage. Und die Geringfügigkeitsgrenze liegt aktuell bei 520 Euro. Und dann sagt der Paragraph 8 Absatz 1b, ein unvorhergesehenes Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze steht dem Fortbestand einer geringfügigen Beschäftigung nach Absatz 1 Nummer 1 nicht entgegen, wenn die Geringfügigkeitsgrenze, also die 520 Euro, innerhalb des für den jeweiligen Entgeltabrechnungszeitraum zu bildenden Zeitjahres in nicht mehr als 2 Kalendermonaten um jeweils einen Betrag bis zur Höhe der Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird. Also übersetzt heißt das, wenn Sie schon einen Minijob haben,
im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung bis 520 Euro, dann dürfen Sie im Rahmen des Paragraphen 8 Absatz 1b bei unvorhergesehenen Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze hier den entsprechenden doppelten Betrag oder bis zum doppelten Betrag der Geringfügigkeitsgrenze dazu verdienen. Also aktuell derzeit liegt die Geringfügigkeitsgrenze bei 1000 und bei 520 Euro. Und deshalb können Sie zum Beispiel im Monat Mai dann 1040 Euro dazu verdienen. Also, Sie sehen, doppelter Hinzuverdienst bei Minijob ist möglich, aber nur in engen Grenzen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.